Hallo ihr Lieben, weiter geht's im Labyrinth oder in der Höhle des Grauens, besser gesagt. Das heißt des Grauens nicht, aber übelst große Höhle haben wir zufällig gefunden. Und schauen wir doch mal, wie groß, wie sie weitergeht in der Höhle. Jetzt nehmen wir uns natürlich hier das Zeug mit. Übelst viele Wege. Okay, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Und die hat unischt. Okay. Dann wird es wahrscheinlich da oben weitergehen. Aber ich denke mir, dass wir vielleicht bald aus der Höhle draußen sind. Schauen wir doch mal. Ja, hier ist ein Ausgang. Oder? 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 Oder auch nicht? Okay, hier oben kommen wir ja nicht raus. Okay. Zufälligerweise gefunden. Richtig cool gemacht, muss ich sagen. Aber jetzt geht es hier auch wirklich schon raus. Mal schauen, wo wir jetzt sind, wo wir jetzt hier rauskommen. Okay, dann sind wir schon draußen. Ah! Hier ist auch der kleine... Oh nee, oder? Kommt jetzt wirklich zu mir, oder wie? Der kommt wirklich zu mir. Vielleicht rennt der vorbei. Ah, der rennt vorbei, okay. So, kaufen. Was hast du denn Schönes? Kohlenstoffkristall. Nee, die kaufen wir jetzt noch nicht, weil... 3000 hat der einen Knall, oder was? Ja, das was kaufen wir nicht. Okay. Wir müssen dort hinten hin. Und weiter geht's mit der Nebenquest, Leute. Und ich hoffe mal, dass wir den... Kopfgeldjäger einigermaßen aus dem Weg gehen können, weil den werden wir noch nicht schaffen. Wir könnten aber mal probieren, ob wir nicht in dem Anfangsgebiet, da gibt es auch so einen Level 20 Kopfgeldjäger, ob wir uns den vielleicht mal schnappen. Den müssen wir eigentlich schon packen. Aber der wird doch ein bisschen zu hoch sein. Jetzt schauen wir uns mal die Quest an. Und schauen, was sie zu erzählen hat. Seid gegrüßt, Priester. Möge dein Herz frohlocken, Magi. Freude ist rar, solange Memphis am Gestank des Todes erstickt. Ich möchte Pascherentas Beschwerde vom Informantentisch besprechen. Ah ja, wir suchen jemand Fähiges zur Untersuchung dieses Grabes. Die meisten haben zu viel Angst vor den Dämonen da drin. Aber Dämonen fürchten Priester. Warum geht ihr denn nicht selbst? Ich bin ein Gefäß der Götter. Mein Beitrag ist das Gebet. Hm, dann gehe ich zu den Dämonen. Betet, immer halt. Dass mich euer Glaube schützt. Ta behüte dich. Hier ist die Gruft des Osiris. Reglos, reglos, reglos wie Osiris. Reglose Glieder wie die des Osiris. Hier ist die Gruft des Osiris. Ah. Lasst sie nicht reglos bleiben. Lasst sie nicht verderben. Lasst sie. Es ist jetzt das. Oh, hier, genau in dem Ding war ich vorher drin. Okay, könnt ihr die holen und findet die Quelle des Gestanks. Okay, schauen wir doch mal. Genau hier war ich vorher schon drin, Leute. Genau in der Hülle. Okay, müssen wir hier. Der Schatz sollte den Gestank besser wert sein. Dann gehen wir hier rüber. Natürlich sind die jetzt wieder da. Du bist gleich in Frieden. Trotzdem mal lieber weg.
Ja, natürlich schön, dass sie gleich wieder respawnen. Okay, wo waren das? Das glaube ich war hier drin. Ne? Hier war die Truhe, die haben wir schon geöffnet. Dann war es hier durch, oder? Ich kann kaum atmen. Das brauchst du ja nicht. Ich komme der Quelle dieses Gifts immer näher. Alles klar. Okay, schon mal. Okay, jetzt wissen wir, was es hier drin ist. Diese Mumien sind intakt. Von ihnen kommt der Gestank nicht. Das soll den Gestank vertreiben. Jemand war erst vor kurzem hier. Jemand ohne Angst vor Dämonen. Okay. Was im Namen der Götter ist diese Fäulnis? Ich sollte nach ihrer Quelle suchen. Die Mumien. Sie verrotten. Hier. Das Fleisch ist verfault. Aber die Bandagen sind intakt. Okay, sind die Bandagen intakt? Liegt der Fehler beim Einbalsamieren? Die Angst muss ich ja normalerweise hier rauskommen. Ich werde den Mumifizierungstempel besuchen. Alles klar. Okay, dann gehen wir doch wieder raus. Hier war das, oder? Hier. Nee. Hier auch nicht. Oben war das. Dann gehen wir doch an der gleichen Stelle wieder raus, würde ich sagen. So, können wir uns da hinporten? Oh, mache ich denn? Zu lange auf den Knopf geknoppt. Das wollten wir eigentlich nicht. So, wo ist der blöde Tempel? Da oben. Wir haben aber... Ja, komm. Lass uns jetzt zu Fuß gehen. So weit ist es ja nicht, Gott sei Dank. Aus dem Weg! Ich habe hier aber noch eine... Ein Turm noch. Gott sei Dank ist der andere schön. Deine heilige Pflicht, die den Magi schön weit weg. Und nun tut es niemand mehr. Friede sei mit dir. Möge und mit dir. Über die Reise deines Lieben wachen. Ich brauche deine Dienste nicht. Ich inspiziere den Tempel. Du bist kein Priester. In wessen Namen entweihst du unsere Hallen? Im Namen des Hohepriesters. Schick einen Boten, wenn du es nicht glaubst. Ach ja. Der arme Pascharenta. Der Fluch lastet schwer auf uns allen. Mir sind zwei Einbalsamierer weggelaufen, seit das alles anfing. Und derzeit gibt es ja nur Ungelernte, um sie zu ersetzen. Diese ungehobelten Klötze. Hoffentlich werde ich sie bald wieder los. Ich freue mich auf ein Treffen. Werden die Leichname hierher gebracht? Ja. Dies ist das Tor zum Ibu. Zum Ort der Läuterung. Die Toten werden von ihren Familien hergebracht. Wir waschen sie mit den Tränen, die die Götter bei Osiris Tod vergossen. Vielleicht ist es auch nur Wasser. Wer weiß. So früh werden die Mumien sicher noch nicht manipuliert. Der Mann ist vermutlich unschuldig.
Was machst du? Kommst du her? Du willst wissen, was ich hier mache. Ich wasche die Körper der Toten. Es ist eine Arbeit. Und die mache ich seit 10 Jahren. Da gibt es wenig zu erzählen. Ein Mann von meinem Schlag. Aber nicht ganz unverdächtig. Ist deine Neugier befriedigt? Noch nicht. Ich möchte dich wirklich nicht zum Feind haben. Ich habe keine Feinde und auch keine Geheimnisse. Und so entfernen wir das Gehirn. Nutzloses Organ. Oho. Nun werde ich die Flanke öffnen und entnehme die Leber, den Magen, die Lungen und den Darm. Sie verwesen als erste Teile des Körpers. Faszinierend. Wir kriegen hier fast nie Besuch. Komm jederzeit gerne vorbei. Freundlichkeit ist ein guter Deckmantel. Aber ich verdächtige ihn nicht. Arbeitest du da vielleicht mit Salz? Kein Salz. Natron. Es trocknet den Körper aus und verschandelt mir die Hände. Ich habe überall Verbrennungen, aber in letzter Zeit ist es besser. Ist das Natron irgendwie anders? Die Textur ist leicht verändert. Pulvriger. Sie müssen einen neuen Zulieferer haben. Wenn du mehr über Natron wissen willst, sprich mit dem Mann da hinten. Mach schnell. Wenn Natron die Körper austrocknen soll, dann stimmt wohl etwas mit dem Natron nicht. Ich sollte mit dem Arbeiter draußen reden. Okay, schauen wir doch mal raus. Was uns der Arbeiter zu sagen hat. Ihr trocknet die Leichen mit Natron? Hm. Wer bist du denn? Ein Tempelinspektor. Was? Wer bist du denn? Wird auch Zeit, dass du kommst. Memphis stinkt seit Monaten wie die Pest. Ich vermute ein Problem mit dem Natron. Woher stammt es? Ganz aus der Nähe. Wird von guten Männern am Kanal bewacht. Vorsicht vor Krokodilen. Und Echsen. Sagtest du Echse? Sagt dir das etwas? Man munkelt so etwas in der Taverne. Die ist ja schon tot. Wenn du nichts Handfestes bieten kannst, gehe ich wieder. Warte. So viel kann ich dir sagen. Unser Natron ist verunreinigt. Mit Sand. Geh zum Lagerhaus, gleich nördlich vom großen Tempel. Die Götter seien mit dir. Die Mumien verrotten also wegen des unreinen Natrons. Dann sehen wir mal in dem Lagerhaus nach, von dem er sprach. Oh, Digga. Okay. Ach, geh, oder? So, ich habe mal einen anderen Typ, der bleibt da hinten. Kommt mir nicht in die Quere. Das ist eine ganz schön lange Questline, aber cool gemacht auf jeden Fall. Ah, hier haben wir das heute das erste Mal mit den Krokodilen vorgenommen. Noch eins hier, irgendwo. Okay, kommen ganz schön viele. Okay, hier ist ein guter Spot, Leute. Aber jetzt schauen wir doch mal da rein. Oh, ist er da hinten? Mann! Das ist ewig weit weg.
Okay, und die erst dort hinten? Okay. Soll ich da überhaupt durchs Lagerhaus gehen? Ich glaube, das wäre eigentlich... Ich gehe doch hier lieber hier oben lang. Wir brauchen ja gar nicht durch den Palast durch. Da werden wir bloß wieder ein Haufen Wachen sein. Und die könnten wir eigentlich umgehen. Reiten wir doch hin. Ja, die Quest machen wir jetzt nicht, weil wir jetzt hier schon eine aktuelle machen. Das Lagerhaus. Ich muss vorsichtig sein. Nur die Schuldigen entehren die Unschuldigen. Mögen die Götter gnädig sein. Tja, Salz ist billig. Es steckt mehr als Gold hinter dem Verbrechen. Gold hatte damit nichts zu tun. Ein Priester mit einer blauen Schärpe hat es angeordnet. Das hat er mir angetan. Er sagte, er täte dasselbe mit meiner Tochter. Die Nase abgeschnitten. Ich Unheil über die Stadt, nur um sie zu schützen. Ich schwöre es. Bitte. Hilf mir und ich beende es. Hier. Ich behielt sie. Nimm sie. Ich schicke den Verfasser zur Verschlingerin. Das Siegel des Anubis. Ein Priester streckte das Natron. Findet die Höhle, in der Banditen das Natron stecken. Ich räuchere dieses Schlangennest ein für alle Mal aus. Okay, das wird wahrscheinlich die Höhle sein, wo ich auch vorher schon drinne war. Aber egal, schauen wir jetzt nochmal rein. So viele Gegner waren es ja nicht. Können wir schon mal machen. Ja, das war schon hier. So, töte alle Banditen in der Höhle. Alles klar. Machen wir. Obwohl ich die ja schon gekillt hatte eigentlich. Muss ich die nochmal wegmachen? Okay. Hey! Obwohl doch sein Scheißkerl zugehört. Mögen die Kars der Verlorenen euch heimsuchen! Es ist unehrenhaft, so leicht. Ma'at wird im Jenseits über euch richten. Das ist eine andere Höhle. Könnte eine andere Höhle sein. Die Verschlingerin wartet auf eure Herzen. Kohlenstoffkristall, sehr schön. Mögen die Kaste verloren. Ich weiß nicht, was ich so brauche, aber die werde ich bestimmt noch öfters brauchen. Nun schlafen die Toten von Memphis wieder ruhig. So, und jetzt? Das war's jetzt, oder wie? Okay.
Aber hier gibt es bestimmt noch ein bisschen was zu snacken. Und zwar genau hier. Mein Kind ruhe nun in ungestörten Schlummer. Mögest du bis in alle Ewigkeit durch grüne Felder neben jenen wandeln, die vor dir geherrscht haben. Mögen die Götter deiner noblen Herkunft gebührend über dich urteilen. Hier ist noch irgendwas. Kann ich was machen? Irgendwas kann ich noch hier machen, oder? Ist dahinter irgendwas? Hier scheint nichts mehr zu sein. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Ich wollte eigentlich mal schauen. Hier ist ja Siva. Genau, ich wollte hier mal schauen. Hier war doch irgendwo so ein komischer. Da ist er. Diesen will ich jetzt eigentlich mal killen, der Außenseiter. Weil wir das mal noch probieren in der Folge. Das probieren wir jetzt nochmal ganz schnell. Ein Versuch. Wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht. Aber wenn wir es schaffen, ich will schauen, was die droppen. Wenn noch was droppt. Und ich hoffe mal, dass der nicht so viele kleine Gegner noch nebenbei hat, die mich hier bearbeiten. Schauen wir einfach mal. Weil du hast, wenn du ein Level unter dem warst, hast du eigentlich keinen Schaden gemacht. Und ich hoffe mal, dass es jetzt hier mit Level 20, dass irgendwie so ein Knackpunkt war, dass denn der Schaden auch kommt. Okay, Alexandria. Wir markieren uns den mal. Oh, der ist da unten. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir den looten können, den Kameraden. Das wäre natürlich mega. Und mich würde eben auch interessieren, ob die dann wieder respawnen. Oder ob die dann dauerhaft down sind. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir den looten können. Wahrscheinlich wird er wieder hier irgendwo in so einer komischen Ding drin sein. Genau, den würde ich jetzt haben. Da hinten steht er schon. Okay, der steht dort. Können wir den vielleicht... Attentaten. Wenn uns sie wahrscheinlich sind wir sofort down. Aber wir schauen mal, ob wir den von hinten kriegen. Mitchell, hab dich! Zu mir! Ja, genau! Alter! Alter Schwede! Und ich werde dir den Rest geben! Ich habe Zeit.
Alter! Okay, den können wir knacken. Knacken können wir und den knacken wir jetzt auch. So, wo ist er denn jetzt? Wieder komplett woanders, oder? Oh, der ist da hinten. Okay, dann porten wir hier hin. Ich will eigentlich nicht mit dem Schild kämpfen. Bin nicht so der Schildkämpfer. Du bist tot! Komm zu mir! Ja, genau! Du wirst stolpern und ich werde dir den Rest geben! Alter. Geduld, ich habe Zeit. Ich auch, Wichser. Beschützt den Kyrios. Na, jetzt muss ich diesen Penner. Da bist du ja. Du Bastard. Also Ruhe im Puff hier. Schauen wir mal, was der. Boah, was der fallen gelassen hat. Questgegenstand. Wow! Bayek von Siva bezeichnet sich als Magi. Wird gesucht wegen Verbrechen gegen die Herrschaft unseres glorreichen Pharao. Alles klar. Sehr schön. Attentats. So, was haben wir denn jetzt hier? Die Beute des Phylakes, jagten worden. Die legendären Phylakes, die Elite-Krieger der Plötmäer sind Bayek auf den Fersen.
Belohnung Legendärmontur. Nebenquest. Okay, das ist Stufe 40, das lassen wir jetzt noch. Und damit würde ich sagen, Leute, machen wir an der Stelle auch einen Cut und schauen uns dann in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Wie schätze ich mal, irgendeine Nebenquest oder Hauptquest, schauen wir mal. Wir sind ja jetzt schon Stufe 24. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.